Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Discord. Florian St. John, kommen. Ich habe noch einen Job für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Verstanden, Captain. St. John, Ende. Ich habe noch nicht meine alten beendet. Gut, der hat doch nicht beendet. Minu 80%. Ah, gut, dann. Okay, heute. Ja, machen wir schon weiter. Mach den Anarchisten. Weiß ich nicht. Ja, genau, das mache ich jetzt, weil ich fahre jetzt nicht dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Und ich will so ein bisschen Route. Alter, ich habe mir das Gefühl, wir bekommen nur Quests. So schnell bin ich nicht. Diese Sprinter, die wir letzte Folge getroffen haben, ne? Gibt es die dann ja auch in der Spielwelt? Oder ist das ein Brecher? Mich hängt niemand ab. Mein Motorrad lieber bereitstehen haben. Genau, weil ich schätze mal, ich hoffe mal, er kommt von da. Das sind ja mal diese Missionen, die man, ja gut, ich hoffe mal, er kommt von da, dass ich dann relativ schnell losfahren kann. Denn es ist halt echt scheiße, wenn du halt erstmal wenden musst und du drei Jahressendung hinlegen musst. So. Okay. Was haben wir denn? Eine Leiche. Mike. Ja, ne, ich hab ihn gefunden. Ja, ist doch gut. Lauf. Na komm schon, du willst es mir schwer machen, ha? Du Scheißkerl! Wer ist denn mit dir? Ah, ich kick mich nicht. Jetzt hätte doch gefehlt, sind vom Bike gekickt. Ach. Junge, willst du ja den schönen Schnee kaputt machen oder was? Wow. Du bist ja richtig krass. Ja. Wie schnell ist denn der? Ja gut, er hat meine Bike ja nicht geskillt, aber ist das schon wieder so schwach? Nein, die schießen doch eigentlich nicht, egal. Hab genug Patronen. Ey, nee, jetzt nicht ernst, ne? Oh, fick dich. So. Also, er meint, du bist ein guter Autofahrer. What the fuck? Oh, mein Bike. Junge, wie fährt denn der? Alter. Oh, der fährt da richtig scheiße. Nein, die fährt da voll gut. Und so unerwartet zu fahren ist natürlich an sich eine geile Taktik. Oh, mein Motorrad. Ich glaube, so kaputt war es noch nie. Hört sich drauf so aus. Wie ist denn jetzt so kaputt gegangen? Wie ist das denn passiert? Also, wundert mich. Na, wie geht's dir, Kumpel? Ein ganz schön chaotischer Tag für dich. Genau nach deinem Geschmack, hä? Du kriegst mich nicht lebend. Weißt du, das hab ich doch schon. Wobei mir das eigentlich ziemlich egal ist. Gottverdammte Anarchisten. Oh, da war aber, man muss sagen, hat gut geschossen. Also leider Körner, muss ich ihm das zugestehen. Ich übertrage jetzt die Koordinaten. Lass mich! Gute Arbeit, Corporal. Das sollte klappen.
Ja, Benzin ist. Ja. Ah. Heul leise, Mensch. Das nicht auszuhalten. Fahr ich so. Ja. Sehr gut, Mission abgeschlossen. Dann machen wir das und dann machen wir das. Dann fahren wir dahin. Und das geben wir alles dann da ab. Dann machen wir alles mal gebündelt. Dann machen wir die andere Quest, weil dann haben wir ein bisschen was gebündelt. Oh, Junge. Sieht aus. Ja, sieht aus wie Seelensorge. Tschüss. Weißt du, mein Bike zerdeppern halb, aber sagen, das bin ich hier, ne? Alter, der mein Bike. Das war ja richtig unschön. Auf einmal sieht er nur ein schwarzer Rauch, aber okay. Mit dem Glück haben wir es geschafft. Bin ja auch echt froh. Ich hab gedacht, wir schaffen es nicht. Muss ich ehrlich sagen, hab mir nicht gerechnet. Ich frage mich ja, warum das einfach mal so kaputt war. Bin ich dann. Wie hat er mein Bike beim Ballern rumgebannt, so oft getroffen? Kam mir gar nicht so vor. Aber ist gut. Muss mit dem Schrott sammeln. Deshalb bin ich hier wieder Gangster. Fuck. Wow. Ups. Nein. Lass mich ja nicht auf meinen Bike werfen. Und das hat euch jetzt genau was gebracht? Ich frage ja noch. Ah, Leute. Lasst es doch einfach. Ich finde ja sowieso, ganz ehrlich, wir müssen eigentlich vor nichts mehr Angst haben. Oh, dann mal los. Scheiße, komm. Ich höre die Biker schon, die Freaker schon. Also ganz ehrlich, ein Bär ist eigentlich noch gefährlich, aber sonst geht's auch nicht. Alles andere kannst du mittlerweile einfach so. Warte mal, ist hier noch irgendwas, der hier noch, ist hier noch Schrott? Nach Autos, die ich aufbrechen kann? Nö. Aber ja, ist ja noch nicht ganz so schlimm. Ich fahre jetzt mal weiter. Bin ja bei 16. Ah, genau. Ich finde Reverse MP3 Player. Hm. Und danach machen wir dann die andere Quest. Für Lieutenant Whittaker. Das war sehr gut. Das war genauso geplant. Genau so wollte ich es machen. Es gehört sich nämlich so. So. War nicht ganz so spektakulär, wie ich dachte, aber es war. Aber hab's geschafft. Hasse diese Wölfe. Ja, das ist halt irgendwie absolut die Viecher, die dich halt umbringen können. Du kannst dich gegen. Ja. Skillcheck. Der ist tot? Ich glaube ja. Also du kannst ja gegen alles wehren, aber du zwei Tiere, ne? Das wahre. Ja, und die fressen. Ja, ist klar. Ich finde diese Wölfe echt blöd gemacht, weiß ich nicht. Also irgendwie. Ich weiß nicht, also die sind halt. Du kannst dich halt. Oh. Du kannst dich ja gegen solche Wölfe auch überhaupt nicht skillen, ne? Ist das eine Horde oder? Weaver, ich bin hier.
St. John. Okay, Mann. Hey, ich war in einem Zelt untergebracht, einer, wie heißt das Ding noch? So einer Nissenhütte. Sie stand direkt in der Mitte des Camps. Okay, was kannst du mir noch erzählen? Ich meine, die sehen alle gleich aus. Warte. Ja. Sie standen neben so einem Fahnenmast und da wehte unsere Flagge. Oh, wie patriotisch. Okay, gut, ich sehe mal nach. St. John Ende. Und Bremse. So. Hier sind sie. Hier, das muss es sein. Wow, was ist denn eine Quest? Was ist eine Mission, ey? Haben wir noch gefunden? Nein. Das ist immer das Letzte. Da ist die Flagge. Alles klar. Da haben wir den Scheiß. Hier ist es. Ich hoffe, das Ganze ist es wert, Weaver. Genau, das ist nämlich jetzt auch da und das ist auch da. Aber wir machen jetzt die Quest und dann fahren wir einmal dorthin und haben alles fertig. Das ist mein Plan dahinter, falls ihr euch jetzt wundert, dass ich die Quest, dass ich die Mission nicht beende. Weil ich habe keinen Bock. Wir brauchen unfassbar lange. Wenn wir jetzt hier anfangen, hin und her zu fahren, wie ein Idiot, das dauert einfach. Ich warte mal, ich schlaf kurz, bis Tag ist. Das dauert einfach unfassbar lange. Also, das ist unfassbar lange, aber es ist unnötige Zeit. Und auch unnötige Benzinverschwendung. Also. Gut, obwohl das nicht das Problem ist. Bis unser Tank leer geht, dauert ja mittlerweile sehr lange. Also, ja. Aber dennoch habe ich das Ganze dann gebündelt, dann ist es fertig. Ja, wir können dann auch überlegen, ob wir erstmal die andere Hauptmission machen. Das, ja, warte, ich habe die bessere Idee. Wir machen die noch zu Ende, aber abgeben tun wir es später. Wir machen was eigentlich, was anders. Danach machen wir das. Dann fahre ich hier hin, mach die scheiß Quest und dann waffel ich. Weil dann ist das durch und dann können wir komplett einmal durch. Dann haben wir das geschafft. Gut, das ist eine sehr schöne Idee. Sehr gut, finde ich gut. Ich mag meine Ideen. Anna muss ich ja mögen. Nein. Deswegen machen wir es so. Geht schneller. Weil dann müsste ich noch einmal hin und ich habe keinen Bock, 1000 Mal hinzufahren. Weil dann auch immer gleich 1000 Mal, was sie von dir wollen. Wenn du da einmal hinfährst, dicken altes Haus. Ey, ich vermisse meinen Toaster. Ich esse gern Toast mit Spiegelei zum Frühstück. Und wenn ich das nicht esse, dann kriege ich Hämorrhoiden. Und deswegen musst du mir helfen, bitte. Und wenn du euch dabei hör mir eine Hämorrhoidensalbe. Ja, so ist es. Ich kann schon mal einen Deacon St. John durch mich genervt ist. Oder wie oft der angerufen wird oder so. Und das erlebe ich vielleicht auch irgendwann. Ja, man denkt, doch mal ruhig. Was ist eigentlich schlimmer, die Pandemie oder dass ihr mich 1000 Mal anruft? In der Pandemie. Colonel, mache Meldung. Hat die Patrouille den Gefangenen? Corporal, leider nicht. Als sie bei ihm ankam, war er tot. Was, er tot? Gift. Er hat sich umgebracht. Wir wissen nicht wie. Oh, es tut mir leid, Sir. Schon gut. Alles, was er über uns wusste, starb mit ihm. Oh. So ein Hinterhältercamp. Wie weit sind wir da? 79%, okay, ist noch bewahrt. Ja, Sir. St. John Ende. Sind selbst bestimmt nur noch einige. Ja, Munition reicht noch. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen kommen lassen. Na, obwohl mittlerweile brauche ich was dürfen. Das ist mittlerweile auch vorbei. 19, Alter.
Alter. Ich bin ein Blindfisch. Ich muss das spielen. Auf ihn los! Oh Mann! Scheiße! Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Ja, komm schon! Nein, hier wird nicht auf. Ja, ja. Fast leer. Ah! Ich hätte auch irgendwie leise, aber... Da war das kurz so. Wir sind wieder so stark, wenn du ein bisschen aufpasst, geht's meistens auch. Also einer, ja? So. Er ist am Ende. Wie vielen Driftern habt ihr schon aufgelauert, ne? Ja, ich bin ja bei 6. Mal, als ich schleichen wollte. Okay, das sieht ziemlich nach einem Sumpf aus. Mal sehen. Ja, wo kommt die denn her, sag mal? Also, ach so, hier ist ein Eingang. Ach so. Wo sind? Hallo. So. Deswegen. Also. Mittlerweile. Warum soll ich mir auch die Mühe machen zu schleichen? Ja, mittlerweile genug, also bin mit 242 Energie immer noch. Obwohl ich relativ stürme gerade. Es lohnt sich nicht mehr zu surfen. Und ich mag keinen, also Surf macht mir schon Spaß, aber es muss sich lohnen. Also wenn ich halt merke, das Spiel belohnt mich eigentlich eher sowieso dafür, wenn ich hier einmal Kopfschüsse verteile, dann ist es nicht schlimm, aber mache ich nicht mehr Surfen, das gibt für mich gar keinen Sinn mehr. Ja. Warum schießt der heute? Wir haben einen verloren! Hä? Neben mir? Hallo? Jetzt wirst du brennen! Da! Ja? Tschüss! Du brennst, Alter! Nimmt der tot? Ja, nee! Hallo! Tot. Mehr da. Deswegen, also. Ich nehme das mal mit. Ist das irgendwie so ein bisschen schade im Spiel, finde, muss ich ehrlich sagen. Also, nicht, dass ich jetzt doof finde, in dem Sinne, dass ich sage, aha, das ist nicht so spaßig mehr. Aber, es nimmt natürlich wirklich auch natürlich den Schrecken daraus, ne, so ein bisschen, ne? Nicht backen? Nein, 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 nein. Alter! Bist du? Alles gut. Gut, der letzte ist natürlich immer ein bisschen doof, aber findet man auch meistens noch. So, und bringt die Munition mit. Freut sich. Bist du? Und wenn gleich fertig mit der Quest. Lohnt gar nicht, da groß Tamtam zu machen.
Schmeckt's? Voll ins Schwarze. Na, was ist denn der letzte? Okay. Ah, jetzt kommen wieder die ganzen Zombies an. Oh, weil jetzt irgendwie nicht da ist, oder wie? Wo ist denn der jetzt? Oh, Alter. Ist der hier irgendwo ganz hinten, oder wie? Hey, du Affe! Das waren alle. Ich. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, hä? Hier. Wer war das? Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Ich wette darauf. Natürlich, weil jeder Hinterhalt-Camper einen Bunker hat. Kennt man doch. Siehste. Ja. Ich hab jetzt halt 50. Also wenn ihr einen gewissen Fortschritt erreicht habt, dann ist Stealthen nicht mehr notwendig. Natürlich außer die Mission gibt es vor oder so. Klar, dann natürlich, aber sonst. Können wir sogar gut vorstellen, dass am Anfang kann schon gut rumballern. Erst dann sollen wir aufpassen. Am Anfang würde ich noch Stealth empfehlen. Also wenn ihr anfangt mit dem Spiel, würde ich es empfehlen, aber ja, man müsste es dann noch schaffen. Ah, hier ist es doch. Bin ich doch schon da drauf. Na bitte. Sehr schön, der Bitch gerade runter. Und geschafft. Mission. Oder Camp eingenommen. Wollen wir noch. Okay, ich hole noch kurz die Pflanzen dann holen. Der mein Cut. Pflanzen hole ich noch. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Was haben wir denn hier? Wie baue ich ein? Okay. Ja. Oh, warte mal. Zwei, eins, zwei, drei, vier. Vier Rabennester. Ich glaube, es sind noch nicht alle. Noch eine Pfortenanlage. Noch eine Pfortenanlage. Ach ja, stimmt. Stimmt, wir haben ja noch nicht alle Fortnite-Anlagen. Genau, einmal. Genau. Stimmt. So, geschafft. Nee, machen wir kurz und dann ist gut. Jetzt habe ich nur 5. Ah ja, 5 ergibt ja Sinn. Eine im Anschlag sozusagen. Eine Kugel. Ja. Einmal gegengelaufen. Juhu, da sehe ich doch die Raben. Obwohl. Motorrad stehen lassen, Motorrad. Maximal das, ja gut, ein bisschen Stück fahre ich. Und faul. Kein Bock so weit zu laufen. Ich glaube letzten. Obwohl da könnten auch die letzten Äste sein, ne? Ich weiß nicht, wie viel an einem Ding dran ist, wie viel. Genau. Wo ist denn der erste Nest? Im besten Fall nicht raustappen. Nee, dann. Aber wäre auch geil. Das wäre geil, wenn wir das heute fertig bekommen würden. Das wäre ein richtig schöner Folgenabschluss. Wir haben dann aufpassen. Das war's. Ach, verdammt, sie hatte recht. Schreier. Oh, diese verdammten infizierten Krähen. Ja, die geben mich vor, wenn ich die Nester verbrenne. Okay, Ding ist vorbei.
Okay, gucken wir gleich, ob wir das dann geschafft haben. Schierling, ah, hier ist welcher. Ja, und hier ist noch mehr. Mehr Schierling, ich brauche mehr von dem Zeug. Ich brauche mehr. Auf mich, warum? Wollt ihr mal alle auf mich gehen? Da kommt was. Ich sehe sie. Ausschalten. Oh, Junge. Ich bin eigentlich... Noch jemand? Sniper. Wow. Okay, noch ein bisschen mehr. Ich brauche mehr davon. Quest abgeschlossen. Tada! Drei Quests. Und dann fahren wir erstmal hier hin und dann geht das näher alles am Ende ab. Ich mache nur ganz kurz das Gebiet fertig, weil dafür die Pumpen schon mal Zeit. Aber wenn man ganz kurz macht, dann mal die andere auch. Macht mal die passende dazu an. Die ist hier. Sieh mal. Auf 5 fehlen. Wäre geil, wenn das hier ist jetzt ein 5 fehlen, hätten wir ein schönes Ende. Ja, und nächste Folge schaffen wir sowieso unfassbar viele Quests. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Das wäre erledigt. Jo, das ist erledigt, das stimmt. Komm, ja. Yeah. Hey, nein, ich kann mich nicht ducken. Oh ne, ja, ist egal. Wo ist es? Ah. Es ist hier irgendwo. Sehr gut. 41. Ja! Ja, Leute, wir haben's heute geschafft. So cool. Wir haben's. Heute haben wir's. Die größte Quest, ich glaube die längste Quest des ganzen Spiels beenden wir jetzt. Wir können stolz auf uns sein. Das heißt, ich brauche den Scheiß des Ding auch nicht mehr. Oh, sehr gut. Ich brauche das Ding nicht mehr. Dann könnt ihr nicht die SMG nachher eintauschen und eine Horde habt vor mir. Ach, ich brauche das Ding nicht mehr, weil das brauche ich echt nicht mehr. Weil es eine Armbrust ist an sich cool, aber wenn ich halt auch nicht taktisch vorgehen muss, ergibt die halt wieder gar keinen Sinn. Ist halt einfach so. Nein, muss ich ja nicht. Ist ja auch nicht schlimm, aber dann brauche ich es ja nicht mehr. Dann brauche ich sie nicht mehr, weil es ist mir auch egal. Das ist Nebel, ne? Ja. Na egal. Ah, endlich. Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es. Ein weiteres Nest. Sehr schön. Infizierungsbeseitiger, genau. Wir haben es geschafft. Jetzt fahre ich dahin. Und dann, ja, achso, da müsst ihr auch nochmal hin. Ja, können wir dahin fahren, dann fahre ich erstmal da oben hin. Weil, genau, ja. Na gut, Leute. Wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist ein sehr guter Moment, um auch einen Cut zu setzen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit Let's Play. Days Gone. Vielen Dank. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Euer Pyrus. Tschüssi.